Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch in Tamriel bzw. in Ostmarsch und wie immer am helllichten Tag ist es irgendwie total dunkel, aber vielleicht haben wir ja Glück, wenn wir rausgehen, wird es etwas heller. Ich bin mir nicht sicher. Ja, Prinz Irnsgar, um den ging es in der letzten Folge und wir haben eine neue Quest, die wir nun annehmen können. Die Sturmfäuste sind keine Gefahr mehr und die Doppelgänger wurden aufgespürt. Aber was auch immer das für ein Gift ist, es setzt dem König stündlich mehr zu. Solange wir nichts Genaueres wissen, können wir ihm nicht helfen. Die argonische Botschafterin sagte, es würde sich um ein dädrisches Gift handeln. Sind unsere Feinde jetzt schon so tief gesunken, sich mit den Dedra einzulassen? Das Gift wird den König töten, bevor wir ihn zu den Heilern nach Windhelm bringen können. Und niemand hier kann ein solches Gift heilen. Wir müssen die Ternion-Mönche um Hilfe bitten. Die Ternion-Mönche? Ein alter Kult. Sie verehren Totemgötter. Nennt sie Mönche oder Hexen ganz wie ihr wollt, aber sie beherrschen starke Heilungszauber. Ihre Rituale sind komplex und all jene, die ihre Hilfe wollen, müssen ihre eigenen Komponenten für diese Rituale mitbringen. Ich werde helfen. Was muss ich tun? Das Gift schwächt den König. Wir brauchen eine Substanz, um seine Lebenskraft zu stärken. Die Ternion-Mönche brauchen einen Fokus, ein Objekt oder sogar eine Person. Jemand oder etwas mit einer seltenen Kraft kann diese Funktion erfüllen. Was können wir als Fokus verwenden? Die Argonier witzelten während des Festmahls über einen der ihren. Sie nannten ihn den Traumwandler. Er wacht über die Träume der Bewohner von Dunkelwasserübergang. Ja, eben jener Ort, an dem die Trolle nun ungehindert ihr Unwesen treiben. Woher wissen wir, dass er überlebt hat? Die Geister versichern mir, dass dieser Traumwandler noch lebt. Ohne ihn werden wir König Jorun nicht retten. Ich weiß allerdings nicht, wo er sich versteckt. Sucht in Dunkelwasserübergang nach Hinweisen darauf, wohin die Argonier gegangen sein könnten. Was kann die Lebenskraft des Königs stärken? Das Blut eines Vampirs verleiht Kraft und Vitalität, selbst jenen, die schon an der Schwelle des Todes stehen. Was auch immer durch ihre Adern strömen mag, es steigert ihre Lebenskraft. Schon das kleinste bisschen sollte reichen, um den König durch das Ritual zu bringen. Ihr wollt dem König Vampirblut geben? Führt das nicht zu einer Verwandlung? Sein Körper gibt auf. Dieses Blut wird nur dem Gift entgegenwirken. Es wird nicht reichen, um ihn zu verwandeln. Ich glaube nicht. Außerdem haben wir nicht viele andere Möglichkeiten, oder? Woher bekomme ich Vampirblut? Die heißen Quellen im Norden. Man nennt sie Vittes Dadre. Gerüchten zufolge wird dieser Ort von den Untoten heimgesucht. Lasst uns hoffen, dass die Gerüchte wahr sind. Natürlich müsst ihr auch noch einen von ihnen dazu bringen, euch sein Blut zu geben. Warum wisst ihr so viel über die Ternenmönche? Ich bin mit den Geistern dieser Welt verbunden. Um genau zu sein, habe ich ein starkes Band zum Geist des Wolfs geknüpft. Dieses Band besteht schon mein ganzes Leben, schon als ich noch ein kleines Kind war. Als die Geister mich riefen, verließ ich meine Heimat, um sie aufzusuchen. Was habt ihr gefunden? Ich fand die Ternion-Mönche. Sie sind ein Kult, wie manche meinen. Aber sie haben den Ruf der Geister vernommen, genau wie ich. Sie nahmen mich bei sich auf. Sie lehrten mich, auf den Ruf der Wildnis zu hören, meine Fähigkeiten zu schärfen, eins mit der Natur zu sein. Warum seid ihr nicht bei ihnen geblieben? Ich war jung und vermisste meine Familie. Meine Verantwortung gegenüber meiner Blutlinie rief mich schließlich zurück nach Windhelm. Also verließ ich eines Nachts die Leute, die ich zu lieben gelernt hatte, und schaute nie mehr zurück. Jetzt müssen wir zu ihnen gehen, um unseren König zu retten. Ja, und wie seit dem Update leider jedes Mal müssen wir erstmal die Quest wieder reinholen. Also einmal holt euch Hilfe des Traumwandlers und holt das Blut vom Vampir in Wittestadt. Ich denke, dass wir das wahrscheinlich in 2 Folgen machen werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil das ist, soweit ich weiß, ein bisschen länger. Das ist ein bisschen länger. Ist doch schön, wenn man Deutsch kann. Ja.
So, Moment. Wir müssen einmal hier rüber, dann kann ich dahin. Das heißt, reise ich dahin, weil die Vampire sind relativ. Ja, ich habe nämlich gar keinen Punkt dahin. Und der Traumwandler wäre unten rechts von uns. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre woanders, weil ich hatte noch was anderes im Kopf. Aber gut. Dann würde ich sagen, dass wir erstmal unten rechts hinreiten. Kameradin, auf ein Wort. Nein, ich habe jetzt keine Zeit. Ich habe schon wieder eine neue Quest bekommen. Hier drüben, Initianten. Nein, für euch habe ich auch keine Zeit. Das ist schlimm. Immer wollen sie irgendwas von einem. Mal ist es die Kriegergilde, mal ist es die Magiergilde. Lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Auch du, Mammut, lass mich in Ruhe. Womit kämpft der denn jetzt hier? Das ist doch gar keiner. So, lasst mich doch auch in Ruhe mit den Sachen, die hier überall stehen. Ich kann hier doch nicht alle 2 Minuten anhalten, um irgendwelche Sachen zu holen. Aber normalerweise sind hier gar nicht so viele Sachen. Aber wie gesagt, wir sind jetzt gerade am helllichten Tag unterwegs. Da sind nicht ganz so viele Leute normalerweise online wie sonst. Bin ich am gucken. Moment, das ist dieses Trolldorf. Und er führt uns... Ja, ja, doch. Das ist dann das, was ich im Kopf hatte. Er führt uns hier hin. Und schon wieder haben sie einen Runenstein hier aufgebaut. Nur damit ich mit meiner Quest nicht weiterkomme. Es ist zum Verrücktwerden. Unsere Zeit wird knapp. Was kann man nur tun? Was kann man nur tun? Zu viel zu tun und zu wenig Zeit. Bitte, Sturmgraue. Gibt es etwas, womit ich helfen könnte? Eine Fremde bietet Hilfe an? Ihr wagt es, euer eigenes Leben zum Wohl anderer aufs Spiel zu setzen? Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Ich will nur helfen. Nun, es wäre töricht, Hilfe abzulehnen, woher sie auch immer kommen mag. Ich brauche bestimmte Materialien, um das Ritual durchzuführen. Könnt ihr sie für mich sammeln? Was benötigt ihr? Ich muss die Fackelkäfer fangen. Ich brauche 5 Flügelpaare, nicht mehr und nicht weniger. Ich brauche auch die Tasche aus meinem Haus. Das intakte Gebäude, das so stabil aussieht. Der Schlüssel sollte in einer Urne in der Nähe des Hauses sein. Ich habe ihn dort hineingeworfen, als ich vorbeirannte. Wird euch das helfen, sie zu heilen? Es wird mir helfen, meinen Weg durch ihre Träume zu finden. Ich beschreite den Traumpfad, um Leute von innen heraus zu heilen. Ich hatte diese Gabe schon immer. Ich versuche, sie für das Gute einzusetzen, aber die Dinge gehen nicht immer so aus, wie man es sich erhofft. Ich versuche, nicht an diese Zeiten zu denken. Ich brauche eure Hilfe. Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich muss mich um so viele Leute kümmern. Eine unter ihnen siecht langsam dahin. Ich habe nicht die Zeit, mich um Fremde zu kümmern, bis meine eigenen Leute sicher sind. Das kann ich verstehen. Und deswegen werden wir ihm jetzt auch erstmal helfen. Ich muss aber mal kurz die Markierung hier wegmachen, weil das nervt sonst doch tierisch. So, was brauchte er nochmal? Holt das Blut vom Vampir? Nee, das hat er nicht gesagt. Ah, hier oben sind die Sachen. Die Glühwürmchen, das war's. So nicht, mein Freund, so nicht. Wofür habe ich denn einen Tank, wenn er sich nicht um dich kümmern könnte? Moment, 3. Jetzt müssen wir mal gucken, da vorne. Oh, hier ist auch noch... Boah, das ist jetzt nicht dein Ernst. Wieso greift der mich jetzt hier an? Hallo? Der ist doch komplett auf der anderen Seite. Bastian, tust du auch mal was für dein Geld hier? Ach so, mit ihr habe ich das noch gar nicht gelevelt. Ach, ich bin auch so selten dämlich manchmal. Okay. Ich denke die ganze Zeit, es kann doch nicht sein, dass der hier so viel abbricht.
So. Das habe ich gar nicht mitbekommen, was ich da... Ah, ne, da war aber, glaube ich, gar nichts drin, oder? So, 4 von 5 Glühwürmchen. Und hier haben wir wahrscheinlich... Ne, hier ist noch ein Glühwürmchen. Nehmen wir das Buch hier doch auch mal eben mit. So. Bastian, bist du jetzt endlich mal durch mit dem Troll hier? So, haben wir jetzt alles? Moment. Nee, da ist noch eins, was er noch da reingeworfen hat. Genau. Bin ich von der falschen Seite, oder? War ja klar. Da. Basti, mal ganz ehrlich. Ich habe extra einen Tank mitgenommen, weil der sich eigentlich darum kümmert, dass... Hatte ich da noch irgendwas? Nee, ne? Findet den Schlüssel. Achso, das war hier. Weil der sich eigentlich immer darum kümmert, dass die Gegner von einem weggehalten werden. Wenn das nicht funktioniert, dann muss ich mir Azeroth holen. Das würde ich aber ungern machen. Nee, das kann ich auch gar nicht machen, weil das Gebiet habe ich auf dem Account gar nicht freigeschaltet. Haha. Also du musst schon deinen Job machen, Basti, ne? Ich kann mich jetzt hier nicht immer mit den Gegnern abgeben. Hey, ich habe doch alles. Betretet das Haus von Sturmgraue Augen. Wo ist denn das? Moment. Das Haus von ihm. Das ist da hinten. Ach, das. Okay. Das hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf, dass wir da noch hin müssen. Es muss hier doch irgendwo sein. Muss es einfach. Guten Tag. Was suchen Sie hier? Nein. Hallo, ich will mit dem reden. Okay, ich muss den Tisch analysieren. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier drin? Eigentlich sollten doch alle weg sein. Was macht ihr hier? Ich sammle nur meine Besitztümer ein. Ich musste so plötzlich aufbrechen, dass ich ein paar wichtige Dinge vergessen habe. Und jetzt verschwindet aus meinem Haus, ja? Ich will euch hier nicht haben. Das ist nicht euer Haus. Natürlich ist das mein Haus. Ich habe euch doch gesagt, dass es mein Haus ist. Warum sollte ich hier sein, wenn es nicht mein Haus wäre? Und ihr steht da immer noch rum. Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr verschwinden sollt? Gutes Deutsch. Das Haus von Sturmgraue Augen. Hätte ich mir ja denken können, dass ihr mit den Echsen gemeinsame Sache macht. Mit ihren falschen Versprechungen und ihren tränenreichen Geschichten ziehen sie immer wieder Fremde auf ihre Seite. Diese Argonier sind Mörder. Wenn ihr mit ihnen gemeinsame Sache macht, seid ihr nicht besser als sie. Wovon sprecht ihr? Wovon ich rede? Dieser Traumwandler. Er setzt finstere Magie ein, Magie, die er nicht versteht. Wie viele Unschuldige müssen noch wegen seiner Fahrlässigkeit sterben? Er versucht, eine verletzte Argonierin zu retten. Das ist genau das, was er euch einreden wollte. Und ihr seid auch noch dumm genug, seine Lügen zu glauben. Es ist eine Schande, dass euch kein Troll das Herz aus dem Leib gerissen hat. Das hättet ihr und diese Mörder verdient. Jetzt geht mir aus dem Weg. Ich habe, weswegen ich gekommen bin. Alles fährt dreifach zurück, also geh gerne raus. Wahrscheinlich werde ich dann gleich deine Leiche irgendwo hier finden. So, würde ich suchen hier mal ein bisschen. Die Frage ist jetzt nur, stellt Asmala? Ach, das war der Typ, oder? Musste ich dem nachjagen? Kümmert euch um diesen Plagegeist. Er versucht, den Echsen zu helfen. Ja, das war das. Okay, ich kann mich wieder dran erinnern. Der war sehr nervig, weil er damals nämlich ellenlange verbuggt war. Kümmert euch um diesen Plagegeist. Er versucht, den Echsen zu helfen. Ja. Ihr helft denen, die Unschuldigen sterben lassen? Ihr seid nicht besser als sie. Nein! Ihr könnt mich nicht besiegen! Der ist doch schon tot! Ne,
Wie könnt ihr nur den Argoniern helfen? Diese schleimigen Echsen, sie haben meine Frau getötet. Sie hat auf den Traumwandler vertraut, ihr Leben in seine Hände gelegt. Was meint ihr? Meine Frau war krank. Dieser Traumwandler, er hat versprochen, sie zu heilen, indem er in ihre Träume eintaucht. Sie hatte den Praktiken der Medizin abgeschworen. Sie meinte, es gäbe noch andere Methoden. Das waren alles Lügen. Ich hielt ihre Hand, als ihr Leben sie verließ. Er hat sie getötet. Der Traumwandler hat das getan? Seid ihr deshalb hier? Ich kam her, um sie leiden zu lassen. Sie alle, sie sollten den gleichen Schmerz spüren, der mich quälte. Ich habe Blut um das Dorf verteilt. So habe ich die Trolle hergelockt. Ich habe dabei zugesehen, wie sie diesen Ort verwüstet haben. Und jetzt scheint es, als hielte ich noch ein Leben in Händen. Von welchem Leben sprecht ihr? Wen der Traumwandler auch immer retten will. Er hat euch wegen der Reagenzien geschickt, nicht wahr? Deshalb wart ihr im Haus. Deshalb war ich auch dort. Um dafür zu sorgen, dass er nie wieder in einen Traum eintaucht. Lasst mich frei. Und ich werde euch sagen, wo ihr sie findet. Versucht ihr gerade, euer Leben gegen das eines anderen einzutauschen? Ich habe versucht, dieses Monster zu vernichten. Für all das, was er meiner Frau angetan hat. Doch das liegt jetzt nicht mehr in meinen Händen. Lasst mich frei. Und ich sage euch, wo ich die Reagenzien versteckt habe. Tötet mich. Und ihr werdet sie niemals finden. Also ehrlich gesagt, ich würde ihn ja jetzt gerne töten, weil er mir erstens auf die Nerven geht und zweitens ich davon ausgehe, dass viele dabei umgekommen sind, als er die Trolle absichtlich hier hingezogen hat. Aber wie das immer so ist, ich habe ein zu gutes Herz, deswegen ich werde euch ziehen lassen, nachdem ihr mir gesagt habt, wo die Reagenzien sind. Ich habe die Reagenzien in eine Vase gesteckt und sie in das zerstörte Gebäude geworfen, an dem ich vorbeilief. Holt sie und bringt sie zurück zu eurem Traumwandler. Nur damit ihr es wisst. Es wird nicht gut ausgehen. Sie ist tot, ganz gleich, was sie auch tut. So wie meine Frau. Was übrigens auch der zweite Grund war, weshalb ich ihn nicht getötet habe. Ich muss mal eben kurz gucken. Hier war sonst nichts mehr. Leuchttäubling ist natürlich auch immer schön. Können wir auch direkt mitnehmen. Busch. So, er hat gesagt, hier drin irgendwo, ne? Ja, genau hier. Der steht auf der Seite. Sehr schön. Dann können wir hier reinlaufen. Sturmgraue Augen. Ich habe Neuigkeiten und sehr viel dabei, was ich holen sollte. Gebt mir euren Runenstein. Dann gebe ich euch die Sachen. Oh. Da ist er. Hallo? Habt ihr die Gegenstände, die ich brauche? Hier. Ich bin auch einem Zaubermeister der Rotwardunen begegnet. Jetzt ist nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Ich weiß genau, wen ihr getroffen habt. Aber bitte, ich muss versuchen, dieses Leben hier zu retten. Konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Danach können wir über die Vergangenheit sprechen. Schwester des Windes wird sich erholen.
Ihre Atmung ist normal. Ihr Körper heilt. Ihre Träume wurden von den Verletzungen vergiftet. Ich freue mich immer, anderen zu helfen. Ich erinnere mich immer an jene, die ich nicht retten konnte. Wie die Frau des Rotwardonen. Eine von vielen. Eine wunderschöne Frau. Dunkles Haar, hübsche Augen, wie das Meer. Asmala kam zu mir und flehte mich um Hilfe an. Ich wusste, dass ihre Chancen schlecht standen, aber ich entschloss mich trotzdem, einen Versuch zu ihrer Rettung zu unternehmen. Asmala hat die Trolle hergelockt. Zum Glück ging keiner meiner Leute verloren. Aber der arme Asmala, er handelte aus der Trauer heraus, aus der Liebe zu der Frau, die er verlor. Ich vergebe ihm. Was werden eure Leute jetzt tun? Sie sind in Sicherheit. Es treiben sich zwar noch Trolle in der Gegend herum, aber sobald ihnen das Futter ausgeht, werden sie sich langweilen und verschwinden. Hoffentlich schauen sie nicht in diese Höhle. Wir stehen in eurer Schuld. Meine Fähigkeiten gehören euch, falls ihr sie jemals brauchen solltet. Ja, und wir bekommen setlose Arme. Wenn ihr jemals Hilfe braucht, müsst ihr nur fragen. Ich schulde euch einen wirklich großen Gefallen. Genau wie mein Volk. Ich brauche eure Hilfe. Natürlich. Ein Gefallen wurde euch versprochen. Und einen Gefallen sollt ihr erhalten. Was verlangt ihr von mir? König Jorun wurde vergiftet. Ich brauche eure Hilfe. Gift? Gift ist gefährlicher als jede körperliche Wunde. Viele dieser verderbten Substanzen sorgen dafür, dass Träume zerfallen. Aber das spielt keine Rolle. Ein Versprechen ist ein Versprechen. Wo ist der König? Bei den Therion-Mönchen. Die Therion-Mönche. Ich habe schon so einiges über sie gehört. Diesen Mönchen werden viele interessante Fähigkeiten zugeschrieben. Jetzt bin ich begierig darauf, die Thernionen zu treffen. Ich sehe euch dort. Jawohl, sturmgraue Augen. Ja, aber bevor wir damit weitermachen können, weil das Problem ist, ich weiß, dass das ein bisschen länger dauern wird bei den Vampiren. Entsprechend werde ich das jetzt hier mal ein bisschen splitten und werde dann hiermit erstmal die Folge beenden und wir sehen den Rest mit den Vampiren in der nächsten Folge. Bis dann, ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.